Im letzten Video habe ich ja zu dir gesagt, halte strikt auseinander, was deins ist und was nicht deins ist. Gerade wenn du hochsensibel bist, sensibel und so feine Antennen dort oben hast, die alles wahrnehmen. Als erstes, das ist ein Weg, den du gehst und das ist ein Weg, der täglich stattfinden wird. Und mit jedem Schritt, den du gehst und mit jedem Mal, wo du dir selbst vertraust, schulst du dich immer mehr und wirst dadurch immer besser und immer besser. Bei mir war das früher so, als ich jung war. Ich war immer der Meinung, das ist alles meins. Und ich habe das überhaupt gar nicht geschnallt, dass Emotionen von anderen Menschen in mein Energiefeld kommen und dass ich die wahrnehme. Wenn ein Auto schnell an mir vorbeigefahren ist, dann ist es mir oft passiert, dass ich dann auf einmal mitgerast bin. Und das wurde mir erst bewusst, als mein Beifahrer zu mir gesagt hat, warum rasten du jetzt so? Ich wusste aber trotzdem nicht, wie ich es verändern sollte. Ich bin denn wirklich oft in den Schwierigkeiten anderer drin gesessen, und wusste nicht, wie ich dort rauskommen sollte. Der erste Schritt dazu ist immer, dass du lernst wahrzunehmen, was ist deins und was ist nicht deins. Dazu ist es wichtig, dass du Dinge auflöst, die nicht dir und deinem Wesen entsprechen. Das heißt, Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Erziehungsmuster, Kindheitsthemen, die du in deinem Unterbewusstsein hast und die in dir leben, umso mehr du die auflöst, umso mehr wird dir klar und wird dir sofort klar, dass die Emotion, die gerade in dein Energiefeld kommt, nicht deine ist. Es ist ein täglicher Prozess, es ist ein täglicher Lernprozess und wenn zum Beispiel andere Menschen Themen mit dir haben, und du bist schon sehr weit gereist in deinem Leben und hast schon ein sehr starkes Bewusstsein dir aufgebaut, dann kann es dir passieren, dass du deren Emotionen, weil es wird alles schneller, energetisch wird alles schneller, wahrnimmst und demzufolge deren Wut, sage ich mal als Beispiel, dann kommt die da oben drüber in dein Energiefeld und dann ist es wichtig, dass du dort nicht hineinballerst und wütend wirst und vielleicht wütend auf andere bist, sondern dass du verstehst, dass dort gerade Wut in dein Energiefeld kommt, die mit dir nichts zu tun hat. Und das kannst du, wie gesagt, lernen, indem du alte Dinge auflöst, indem du dir selbst vertraust, der Wahrnehmung vertraust und du deiner Intuition vertraust. Ich habe oft erlebt und ich erlebe das heute noch, dass Menschen zu mir sagen, es ist alles ihrs. Es ist alles ihrs, es hat nie etwas mit dem anderen zu tun. Und ich sage dann immer wieder, bist du dir da wirklich so sicher und bist du dir da wirklich so sicher, dass du nicht Dinge auffängst, die gar nicht deine sind? Und was ich auch immer wieder erlebe bei Kindern, ist, dass Kinder die Emotionen, die ihre eigenen sind und die Emotionen, die sie von anderen Menschen empfangen, strikt auseinanderhalten können. Und das liegt auch noch daran, weil Kinder klar und rein sind und weil Kinder sich noch nicht so vielen Blödsinn dort oben angewöhnt haben. Punkt. Wenn du lernen möchtest, dir selbst mehr zu vertrauen, deiner Intuition zu vertrauen, deiner Wahrnehmung zu vertrauen, und wenn du lernen möchtest, aus diesen Dingen rauszuschlüpfen, die du wahrnimmst, dann trag dich sofort in meinen Kurs unter diesem Video zu Lebe laut ein und geh den ersten Schritt, um dich besser kennenzulernen. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du ein feinfühliges Kind an deiner Seite hast, das die Emotionen anderer Menschen auffängt und demzufolge, gerade wenn die noch ganz klein sind, die Stepkis, dann reagieren die da drauf. Und können dann vielleicht schnell mal hauen. Dabei haben sie die Wut von jemand anders aufgefangen. Die ganz, ganz Kleinen können das noch nicht wahrnehmen und unterscheiden. Dafür sind sie zu klein. Aber Teenager können das super gut. Und da ist es wichtig, dass du es ihnen erhältst. Und wenn du, jetzt bin ich abgeschweift, deinem kleinen Stepki
deinen kleinen Steppki besser verstehen möchtest und verstehen möchtest, ob er so feinfühlig ist und Emotionen wahrnimmt, dann trag dich sofort in meinen kostenfreien Kurs für Kinder ein, und lerne dein Kind besser kennen und verstehen und begleite es auf dem Weg, dass es sich von vornherein besser kennenlernt, dass es sich von vornherein selbst vertraut, seiner Intuition vertraut und gar nicht erst von dem eigenen Weg, von dem wir Erwachsenen schon ganz viel abgekommen sind, gar nicht erst abkommt, meine Güte. Ich freue mich auf dich, stehe dir für Fragen gerne zur Verfügung und die Links findest du unter dem Video und ich sag mal, bis zum nächsten Video, deine Heike.